Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zu Elefanten Campus. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Heute eine weitere Folge mit einer weiteren Koryphäe. Und ich freue mich riesig, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, meinen lieben Freund und Kollegen Stefan Reuter. Seines Zeichens, ja, Autor, Trainer, Coach, vor allem aber ein brillanter Typ. Und ich will gar nicht weiter jetzt irgendeine Anmoderation vorlesen, sondern ich freue mich vielmehr darüber, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, einen Club 55 Kollegen, einen wahren Hochkaräter, und mit tosendem Applaus heißt ihn willkommen hier auf diesem Kanal, Stefan Reuter. Hallo Stefan. Hallo Alex. Also ich liebe es einfach, wenn ich deine Anmoderation höre. Ich werde immer so zwei Köpfe größer. Also herzlichen Dank für diese tollen Worte. Danke dir, schön, dass du da bist. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, würde ich sagen, hilf uns doch mal ein kleines bisschen und erzähl mal so ein bisschen, was machst du, was war dein Weg dahin, warum ist dir das, was du heute tust, so wichtig, und ja, aus welchem Background kommst du? Weil für die, die dich noch nicht kennen, viele kennen dich ja schon von der Rock Your Life bzw. High Performance Masterclass aus meiner Community, aber für die, die dich nicht kennen, die fragen sich natürlich, okay, wenn der mir jetzt was fürs Leben mitgibt, aus welchem Background kommt das eigentlich? Deswegen, bevor ich gleich direkt reinspringe mit Fragen, erzähl du erstmal ganz kurz, ja, wie fing das eigentlich alles an, und was machst du heute so, was hast du gemacht, was dich dort hingebracht hat? Naja, also kurz ist natürlich so eine Sache, mein lieber du. Also was habe ich alles gemacht, wo fange ich am besten an, wo höre ich auf? Also in erster Linie habe ich mal Fußball gespielt, das war zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart eben da in der Jugend, und es war klar, dass ich Profifußballer werde, also zumindest sah der Weg danach aus, und dann kam es doch ein bisschen anders als erwartet. Ich habe mich dann am Knie sehr schwer verletzt, und da kannst du dir ja nichts mehr dafür kaufen, ob du 18 Jugendnationalmannschaft gespielt hast oder ein Leistungsträger deiner Mannschaft warst, also ja. Das ging nicht. Und mein Vater hat immer gesagt, Stefan, mach eine Lehre, im Fall dir irgendwann mal im Leben was passiert, und das habe ich logischerweise auch gemacht. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt, nur dass ich was hatte. Also so ging mal die berufliche Seite los, damit ich zumindest mal eine Ausbildung hatte, habe ich das mal gelernt. Ich hätt mir nie vorstellen können, dass ich dann später auch in dem Job arbeite, aber so kam es dann. Also ich habe dann klassisch Versicherungen dann verkauft, als es mit dem Knie eben nicht weiterging, und bekam ich ein Angebot aus der Schulungsabteilung, und dort mit den Worten, Herr Reuter, wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns in den Bereich kommen, und ich war sehr demütig, weil das war so die Abteilung schlechthin. So die High Potentials des Unternehmens, und ich sagte dann ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Lehren und Lernen. Und das Schöne war, dass der Abteilungsleiter dann sagte, das brauchen Sie auch nicht haben, das lernen Sie hier alles bei uns. Ja, und was dann kam, also ich versuche, dass alles in die Kürze der Zeit geht, was dann kam, war schon ein Marathon an Ausbildungen, also bei der Uni St. Gallen, klassisch als Verkaufstrainer und Inner Coach, dann eine Ausbildung als Suggestopäde mit ganzheitlichem Lehren und Lernen zu arbeiten. Also die Firma war in den USA, aber die Lehrgänge waren dann in Deutschland. Und habe dann sehr lange, also über 3 Jahre hinweg, bei Professor Dr. Schulz von Thun gelernt, also direkt bei Frido, beim Institut für wissenschaftliches Lehren und Lernen. Und da habe ich, glaube ich, dann ja so am meisten gelernt. Okay, mittlerweile, ganz kurz zum Reingreifen. Das heißt, du hast bei Schulz von Thun selber gelernt? Ja, also ich hatte, er hat sogar meine Laudatio geschrieben. Also Schulz von Thun hat die Laudatio geschrieben dann am Ende der Ausbildung. Mit Roswitha Stratmann, meine ich, war die zweite. Die kommen in meiner Laudatio sozusagen dann auch, also in meiner. Ne? Die Koryphäe hat meine Laudatio gehalten und geschrieben, ja. Wow. Sehr, sehr geil. Und tatsächlich, während ich in der Anmoderation erstmal gespart habe an Lobeshymnen, weil ich dachte, vielleicht bringst du so ein bisschen den Winkel, aus welchem Winkel du kommst, am besten auf den Punkt, ist genau das, was ich bei Stefan wahrnehme und ein Grund, warum ich ihn heute ins Interview geholt habe. Er ist mit einer der bestausgebildetsten Coaches, die ich kenne. Also ich merke echt, bei dir ist so viel Substanz dahinter, ein Handwerkszeug. Und natürlich aber auch genauso an Erfahrung, sei es durch deine eigene Profisportkarriere, sei es durch das, was du danach alles an Firmen und Privatmenschen begleitet hast. Und da hast du natürlich begleitet durch gute Zeiten, wie auch durch manchmal ruckelige. Und jetzt gerade haben wir ja eher so eine ruckelige Zeit. Und deswegen möchte ich dich auch, ich bin jetzt einfach mal so frech, ich spreche dich mal direkt drauf an, hinter dir steht alles gut. Und ich weiß, das kommt von deinem Grundmotto,
Alles wird gut. Jetzt gucken wir uns gerade um und manche fragen sich, bist du sicher, dass alles gut wird? Ja, in der Tat. Also ich bin sicher. Ja, ich hab ja in meinem ersten Buch hier einen mutigen Titel gewählt. Also gut, dass es dir schlecht geht. Was für ein mutiger Titel. Und ich beginne den Prolog mit Hallo, alles klar? Also wenn du jetzt auf die Wand nochmal schaust, dann steht da alles gut. Man könnte auch sagen, alles gut als Frage formuliert und die Aussage, die dann folgt, alles gut. Also da steckt eine innere Überzeugung von mir drin, dass ich glaube, also ich erwarte jetzt kein Zuständnis von allen Hörern und Zusehern, aber ich glaube, das Leben bedeutet Lernen. Und meine große Frage ist eben jetzt in diesem gesamten Kontext, was haben wir jetzt gerade in dieser Krisenzeit zu lernen? Das ist die ganz entscheidende Frage, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das später für irgendwas gut sein wird. Also ich glaube, die Welt will uns was damit sagen. Ich bin der Meinung, wir sollten gut zuhören. Und ich bin mir auch sicher, nach all den Gesprächen, die ich führe mit anderen Unternehmern oder mit dir, mit Freunden, dass jeder irgendwie was zu tun hat. Der eine sagt, ich war so viel unterwegs, ich genieße, es wird ein bisschen ruhiger. Ein anderer sagt, wie konnte ich so viel wichtige Dinge aus den Augen verlieren? Also ich glaube, jeder von uns hat so sein eigenes Package, an dem er jetzt arbeiten kann, worüber wir nachdenken können. Und letzten Endes hilft es ja nur, wenn wir so einen Chancenblick nach vorne wagen. Was kommt später und was kann ich heute schon dafür tun? Also deswegen glaube ich, Leben bedeutet Lernen und spätestens im Sterbebett, lieber Alex, werden wir sagen, alles wird gut. Zwei Fragen, eine davon hast du mir gerade direkt reingeworfen, nämlich mal gucken, was da kommt und was können wir tun. Ich dachte, ich bin jetzt mal so frei und frag dich direkt, was kommt und was können wir tun? Was genau kommt, weiß keiner, aber wenn du sagst, diese zwei Fragen ist jetzt Zeit, sich stellen zu können, was kam bei raus, als du sie dir gestellt hast? Und für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, was glaubst du gerade zum Thema, wie kann ich mich darauf vorbereiten oder wie kann ich mich möglichst gut universell vorbereiten, obwohl wir die Unsicherheit haben? Was wäre da dein Ansatz? Nee, also mein Ansatz ist in erster Linie mal, dass wir akzeptieren, was ist. Also, dass wir es einfach wahrnehmen und akzeptieren, wie es ist. Dass wir einfach sagen, okay, Krise ist nun mal jetzt Krise. Und ich glaube, dass da von unserer Einstellung schon losgehen muss. Also, dass wir diese, ich nenne es gerne liebevoll so die unabänderliche Realität, also dass wir diese unabänderliche Realität zunächst mal nehmen, wie sie ist. Die haben wir uns ja nicht ausgesucht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, das wirklich anzunehmen und dann eine Entscheidung zu treffen. Also eine Entscheidung zu treffen, gehe ich konstruktiv damit um? Bleibe ich dagegen? Also tue ich so, als ob ich da mitmache jetzt, ne, bei dieser Maskenpflicht und eigentlich bin ich voll dagegen. Also welchen Weg wähle ich letzten Endes? Das ist, finde ich, so das erste Wichtige. Das Zweite, glaube ich, ist sehr wichtig jetzt für mich auch in meinem Fall zu wissen, was kommt danach? Also was kann ich heute schon tun? Und da habe ich eine klare Vorstellung. Also ich nenne das gerne auch Chancenblick. Und das ist was anderes wie so Think Positive. Also ich bin der Meinung, wenn was schlimm ist und schlecht ist, dann ist es schlimm und schlecht. Also es schön zu reden, bringt uns nichts. Aber dahinter zu gucken, was kommt danach? Was kann ich heute schon tun? Und ich will das einfach mal so formulieren, was kann ich heute schon tun, dass ich so eine bessere Version von mir selber werde? Und also ich hatte da schon ein paar Hausaufgaben. Wir geschäftlich habe ich gemerkt, dass diese Blended Learning Konzepte, die wir schon lange vorhatten, jetzt in Training und Coaching und darüber hinaus, dass wir da jetzt endlich mal rangehen müssen. Also das habe ich immer geschoben, weil wir unglaublich viele Termine hatten. Also das war jetzt mal so geschäftlicher Natur. Aber auch privater Natur spüre ich, wie wenig Zeit ich doch auch hatte für Frau, also meine Family, für Hund, für alles eben. Und das ist schon sehr spannend, wenn man sich die Fragen sehr ehrlich stellt, ist das natürlich, tut es manchmal auch so ein bisschen weh, diese Erkenntnisse, die man dann irgendwie kriegt, weil die sind ja jetzt nicht unbedingt immer einfach, ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannend. Ja. Was für Fragen sind das, wenn du sagst, wenn man sich diese Fragen stellt? Welche Fragen hast du dir gestellt? Oder welche Fragen können sich unsere Zuschauer stellen, wenn sie sagen, okay, ich möchte diese Zeit nutzen, um mal so ein bisschen einen Blick nach innen zu werfen und das auf eine Art, die für die Zukunft was bringt? Naja, also ich glaube, die erste wichtige Frage ist, was will ich wirklich?
Also die muss uns, glaube ich, im Leben immer irgendwie begleiten. Also wo stehe ich und was will ich wirklich machen? Und wie nehme ich mich gerade auch wahr? Ne? Also ich mache, oft arbeite ich mit meinen Teilnehmern mit einem Energieball zu sagen, wo hast du denn Energiereserven? Also auf der einen Seite, wo hast du die Energie? Also was gibt dir Kraft und Energy? Und auf der anderen Seite eben, wo hast du noch Reserven? Und wenn ich diese kritische Bilanz mit meinen Teilnehmern mache, dann stellst du immer fest, da gibt es schon noch Reserven. Ja. Gib dir mal ein Beispiel von mir. Ne? Durch die Fußballvergangenheit habe ich immer wieder auch ab und zu Knieschmerzen. Und diese Knieschmerzen, das ist natürlich Schmerz, der da ist. Und es gilt, einen guten Weg zu finden. Kann man es irgendwie reparieren? Muss ich mit diesem Grundschmerz leben? Aber da ist Energiereserve, weil ohne diesen Schmerz wäre es besser. Und daraus resultiert, ich muss mir dann Aufgaben stellen, was kann ich jetzt angehen, damit eben der Zustand besser wird. Weil wir Menschen sind nun mal, unser Verhalten hängt primär von unserem Zustand ab. Also was bringt es mir, wenn ich in der Krise, in einem schlechten Zustand bin, dann kann ich nicht agieren, ich kann nicht proaktiv sein. Das halte ich für ein ganz großes Risiko. Ja, ja. Das ist gerade was unheimlich Spannendes gesagt. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was will ich eigentlich? Jetzt ist eine Erfahrung, die ich ganz oft mache mit Teilnehmern, mit Seminarteilnehmern, mit Menschen, die mein Buch gelesen haben, kommen irgendwann auf mich zu und sagen, Mensch Alex, jetzt sind wir ja in einer Welt, wo wir alles sein können, was wir wollen. Ja? Das heißt, du kannst alles sein, was du willst, außer du kannst Batman sein, dann sei Batman. Aber sollte jetzt jemand nicht Batman sein wollen, dann ist oft die große Frage, ja, aber was will ich denn? So, ich kann jetzt alles machen, was ich will, aber was will ich denn? Und da fällt es vielen schon ganz schwer, das rauszufinden. Ja, also nicht nur zu überlegen, was könnte ich wollen, sondern zu überlegen, okay, was ich authentisch, ich will das wirklich anfühlt und sich nicht nach einem Monat wieder ändert, weil ich jetzt in den nächstbesten Enthusiasmus reinstolpere. Und deswegen hier auch die Frage an dich, wenn die erste Frage ist, was will ich? Und mit dem einfachen Fragen komme ich noch nicht zu einer Antwort, die was bringt. Wie kommen wir da ran an das, was wir wirklich wollen, wenn es nicht völlig offensichtlich uns von innen gegen die Stirn hämmert, sondern wenn wir es gerade irgendwie nicht wissen? Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das, was uns die Welt gerade so suggeriert und sagt, ist, du musst irgendwas finden, was du wirklich willst. Also du musst so deine Passion im Leben finden. Auch Kollegen von uns, ne, die immer sagen, such die Passion und so. Das macht manche ja schon ganz verrückt, weil sie haben das Gefühl, ich habe gar keine Passion. Ja. Also mein Ansatz ist dann eher der, dass ich sage, nimm dir mal Zeit, in das, was du jetzt tust, mal mehr Sinn hineinzugeben. Mhm. Also wir definieren ja das, was wir machen, definieren wir selbst. Und ich spüre, dass manche Menschen sich nicht wirklich einen Sinn hineingeben in das, was sie tun. Ja. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe also beim Skifahren, als ich noch Skifahren durfte jetzt im Februar, bevor dann im März alles verboten wurde. Also ich war im Februar, meine ich, war das in Südtirol dann. Und in Südtirol hat ein Kellner oben abgeräumt. Also die Getränke, die getrunken waren und so weiter, hat es einfach weggeräumt. Und er hat das mit so einer Freude gemacht, also mit so einer Hingabe gemacht. Ja. Und ich musste dann grinsen und ich habe ihm Trinkgeld gegeben. Und er sagte zu mir so ganz cool, also in so einem Südtiroler Dialekt, ja, darf hier nicht, oder? Und ich dachte, wie großartig ist das denn? Also wenn jeder in das, was er tut, mehr Sinn hineingibt, wie großartig wäre schon mal diese Welt? Und da spüre ich einfach, dass dem einen oder anderen der Sinn so ein bisschen abhanden geht oder man auch den großen Sinn für sich selbst gar nicht sieht. Und da ist natürlich naheliegend, dass man zuerst mal sagt, für was stehe ich eigentlich, für was gehe ich, für was würde ich mich auf dieser Welt niemals kaufen lassen. Also ich denke, der Gedanke ist schon mal richtig, aber ich bin auch davon überzeugt, dass das ein Prozess ist, was man dann irgendwie mal macht, ne? Und wo das dann mal irgendwie ausgeht. Also ganz ehrlich, wenn man mir gesagt hätte, ich bin jetzt, lass mich überlegen, Juli 05 bis jetzt 15 Jahre selbstständig. Wenn man mir gesagt hätte, dass ich das heute mache, was ich heute mache, das hätte ich damals noch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Also diese Entwicklung, die ist einfach enorm. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn du zurückkommst dazu, für was du gedacht bist, gemacht bist. Aber die Bedeutung geben wir dem Ganzen selbst. Ja. Ja. Mega schöne und auch kraftvolle Frage. Wofür würde ich mich niemals verkaufen? Wo ist so meine Linie? Wofür stehe ich?
Und ich glaube, das führt einen auch ein bisschen mehr zu dieser Frage, als nur zu fragen, was will ich eigentlich? Und dann, aber müssen wir manchmal gar nicht das verrückte neue irgendwas finden. Manchmal reicht es, wenn wir einfach gucken, okay, was mache ich denn schon und wo ist da für mich das, warum es besonders ist, schon drin. Ja. Sehr, sehr cool. Tatsächlich, und das vielleicht als kurzen Zwischenwurf auch an unsere Teilnehmer heute, wir haben ja einen Grund, warum wir das alles live machen, auch wenn es dann vielleicht mal 3 Minuten später losgeht, weil wir auf den letzten Drücker noch technische Probleme lösen dürfen. Viele von den Teilnehmern haben schon routinemäßig geantwortet und haben ungefragt reingeschrieben, ja, wir können euch hören, weil das in der Vergangenheit immer eine wichtige Frage war. Und heute möchte ich tatsächlich noch einmal reinwerfen, wir machen das ja mit Absicht live, trotz den Risiken und allem, damit ihr Fragen stellen könnt, damit wir interaktiv vorgehen können, damit es ein bisschen mehr sein kann als nur ein Gespräch unter uns, Stefan und mir, sondern ein Gespräch mit euch und eure Fragen auch unterkommen. Und deswegen hier nochmal meine Bitte, schreibt eure Fragen in die Kommentare rein. Ich werde sie dann durchschauen und die Fragen, die wir beantworten können, direkt an Stefan weitergeben, beziehungsweise möglichst viele von den Fragen an Stefan weitergeben, damit er sie beantworten kann. Eine erste Frage von Frank Möbius kam schon rein, die möchte ich gleich beantworten, aber an alle anderen, schreibt gerne auch euren hier rein. Die Perspektive, die ein Stefan Reuter euch dazu geben kann, ist auf jeden Fall es wert, schnell diese Gedanken durch die Finger fließen zu lassen, damit ihr da eine maßgeschneiderte Hilfestellung bekommt und nicht nur das, was wir denken, was für euch heute interessant sein kann. Aber kommen wir zur ersten Frage und die kommt von Frank. Wie gesagt, ich muss ein kleines bisschen näher an Bildschirm, um es richtig zu sehen. Er hat gefragt, wie kann ich mich vor Negativdenkern schützen? Also wie kann ich, wenn ich versuche, in dieser etwas schwierigen Zeit mit einem Mindset von alles wird gut voranzugehen, wenn ich dann in meinem direkten Umfeld zu viele habe von denen, die sagen, nee, das wird alles scheiße und immer wieder runterziehen, wie kann ich mich dagegen schützen, dass mich das dann nicht doch irgendwann A, emotional angreift oder ich mich B, in meiner Denke langsam anpasse? Und ich weiß, ich übersetze gerade sehr ausführlich und ich hoffe, ich liege noch richtig, Frank. Wenn nicht, dann korrigiere mich. Aber basically war die Frage, wie kann ich mich vor Negativdenkern schützen? Ja, also klare Antwort habe ich da dazu. Also lass uns mal kurz unterscheiden. Also wenn du dich von diesem Negativdenker, Frank hat die, glaube ich, gestellt. Ja. Also Frank, wenn du dich von diesem Negativdenker sozusagen trennen kannst, dann tu das mal gleich. Aber häufig hat man die Negativdenker ja auch in der eigenen Familie oder sie sind zumindest mal so ein bisschen näher dran. Beim Negativdenker ist es so, dass das Problem schon ist, wenn wir diese negativen Gedanken hören, dass das mit einem schon was macht. Also man lässt sich sozusagen in den Strudel schon mit reinreißen. Und da gilt es wirklich, bei sich zu bleiben. Das ist eine große Kunst. Und ich habe mir immer so einen Satz angewöhnt. Immer wenn ich so einen Negativdenker merke, der negativ mir gegenüber ist, dann denke ich, wow, interessant. Also ich denke das übrigens und ich meine das auch so. Also interessant. Wie kam es dazu, dass derjenige so negativ ist? Ja. Was muss der im Leben denn schon erlebt haben? Und manchmal ertappe ich mich dann auch, dass ich ihn frage und sage, was ist mit dir los? Also wie denkst du, wie geht's dir eigentlich? Also wie kam es dazu? Ja. Und das ist ganz spannend, weil ich spüre, dass es die Perspektive verändert, weil wir ganz häufig eine Meinung dazu haben. Und wenn wir eine Meinung dazu haben, dann hören wir nicht mehr richtig zu, sondern wir bewerten, wir sondieren. Und da ist schon nochmal ein Unterschied gegeben, wenn ich jetzt zunächst mal so ein bisschen auf Distanz von mir halte und sage, ah, interessant, warum ist das denn überhaupt so? Weil ich mich dann nicht abspalte, sondern verbinde, ohne mit dem anderen zu verschmelzen, oder? Wie siehst du es, Alex? Yes. Genau so. Ich habe gerade noch nach der nächsten Frage gesucht, eine wundervolle, die da direkt dazu passt. Aber ich glaube, dieser differenzierte Umgang, wie du beschreibst, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Ja, da auch zu sehen, was kann beim anderen dahinter stecken. Tatsächlich eine Frage, die in die gleiche Kerbe schlägt, deswegen möchte ich sie hier direkt reinschmeißen. Begann mit den Worten, wie kann ich mit der, ich möchte es auch hier richtig lesen, heute habe ich einen etwas kleineren Bildschirm als sonst, deswegen muss ich ja so reinschlupfen, so dass man mich gar nicht mehr sehen kann. Die nächste Frage war von Gaston, der fragt, was kann ich tun, wenn die Schwärze in der Welt mir so den Blick verschränkt? Ich möchte es mal wörtlich und richtig lesen. Moment, hier. Was kann ich tun, wenn die Schwärze in der Welt mir den Blick auf den Sinn verstellt?
Also zunächst mal muss man natürlich immer aufpassen. Ne? Wir projizieren so Negativgedanken, haben den dann so richtig grau. Ne? Wir stellen uns sozusagen Krise vor und dann wird das natürlich immer, wir drehen den Regler sozusagen immer grauer, bis am Ende dann die Depression lauert. Also ich halte das schon für, da sind wir, ich sage jetzt mal, wir sind bewusst geübter da drin, die Dinge negativ zu sehen. Also es gibt eine wunderschöne Formel, die mir persönlich immer unglaublich hilft, Gaston, PERMA. Also PERMA ist eine alte psychologische Formel von Martin Seligman, damals entwickelt. Und ich halte unglaublich viel von dieser Formel, weil also dieses PERMA, also P hier, guck mal hier, da, ich habe sogar ein P. Also das P steht für Positive Emotions. Ich will es mal ein bisschen provokant sagen. Die Frage, die du dir stellen musst, was ist in der Scheiße gut? Also der Optimist ist der einzige Mist, auf dem überhaupt irgendwas wächst. Und die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist logischerweise, welche positiven Aspekte finde ich denn, ich sage es wirklich provokant, in der Kacke? Und wenn du am Abend drei Dinge findest, die positiv waren, dann sorgt das für Dankbarkeit. Und Dankbarkeit sorgt auf direkten Weg zur Freude. Manchmal kriegt man das gar nicht richtig mit. Und das ist schon mal wichtig, dass wir wirklich so ganz bewusst die guten Dinge suchen. Francis Picabia hat das mal schön gesagt. Er hat gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Also die Hauptfrage ist, wie lernen wir so zu denken? Das könnte eine Aufgabenstellung für dich sein. Ja. Wie lernen wir so zu denken? Das ist die Frage, die dann gleich dranhängt, ist natürlich, wie lernen wir so zu denken? Ja, also klar die inhaltliche logische Ebene, ich lenke die Aufmerksamkeit auf, wo ist das Positive, ist irgendwo klar. In solchen Momenten, wo es uns in so ein Loch zieht, ist es manchmal gar nicht so leicht, den Blick da einfach hinzulenken. Natürlich wissen wir irgendwo, es muss noch da sein, aber es ist zu anstrengend hinzugucken oder es fällt uns einfach schwerer, das zu sehen, auch wenn es da ist. Hast du noch ein, zwei Kniffe, die aus deiner psychologischen aus deinem psychologischen Handwerkskasten, die helfen in Momenten, wo es logisch ist, dass auch was Positives existiert, sich aber nicht so anfühlt, als kann man oder will man es gerade sehen? Naja, wichtig ist ja, aus dem Zustand rauszukommen. Ne? Also das ist, sage ich mal, ganz entscheidend. Das Problem ist, dass wir Coaches das von außen nicht machen können. Also der Coachee muss das immer irgendwie selbst machen. Ja. Was meistens aber ganz gut ist, wenn wir vielleicht mit dem E arbeiten. Also Engagement könnte man auch sagen. Also was kann ich für andere tun? Das kann auch helfen. Also sozusagen es umzudrehen, das eigene Leid zu sagen, okay, es ist jetzt bei mir so, wie es ist. Ne? Also ein Kollege von mir hat dann einfach entschieden, so jetzt engagiere ich mich für verschiedene Dinge. Also ich betreibe jetzt Engagement. Und wenn man mal genau guckt, hat er dieses Engagement nicht für sich betrieben, also sondern für die anderen. Aber dadurch, dass es für die anderen gemacht hat, hat es für ihn, mit ihm was gemacht. Ja. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung, weil in dem Moment, wo du gibst, kriegst du auch was zurück. Aber in der Welt werden wir häufig groß, um Gewinn zu kämpfen. Also so einen Vorteil zu haben. Ich nenne das gerne immer liebevoll gemeint, aber es ist die Realität so ein bisschen Egolution. Also nur meine Themen sind das Wichtigste dieser Welt. Und da ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht nur um Gewinn kämpfen, weil Antoine de Saint-Exupéry sagte, wer nur um Gewinn kämpft, der erntet eh nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Also deswegen auch so Engagement, was kann ich reingeben? Und da steckt natürlich eine aus meiner Sicht wichtige Geschichte mit dabei. Ich bleibe dabei, diese Formel R wie Reuter. Nein, in diesem Fall, Reuter buchen hilft manchmal auch, klar. Aber in diesem Fall Relationships. Also von der Permaform. Relationships, also in Beziehung gehen. Ja. Manchmal hilft es wirklich, wenn man einen Freund hat, mit dem man über dieses Leid sprechen kann. Oder eine Partnerin, also wirklich reden. Und dazu muss ich bereit sein, mich zu öffnen. Das halte ich schon für wichtig, Alex. Ja. P, E und R von Perma haben wir schon. Da fehlen natürlich noch zwei Buchstaben und wir sind alle neugierig. Deswegen, wenn wir schon mal die Chance haben, das PERMA-Modell in Elefantencampus zu besprechen und auch noch in deinen Händen, dann würde ich sagen, das ziehen wir durch. Was fehlt uns noch im PERMA-Modell?
Das M, also M für Meaning. Meaning im klassischen Sinne für Sinn und Sinnhaftigkeit. Und das ist jetzt ein ganz spannender Ansatz. Wenn wir nämlich das Meaning genauer anschauen, dann geht es so drum, wo liegt jetzt die Chance in dem, was passiert? Also genau da liegt so ein bisschen der Chancenblick vergraben. Was ja jetzt gerade in der Welt passiert, ist, das hilft vielleicht auch für die trüben Gedanken, dass wir aus der Komfortzone, die wir bisher hatten, wirklich hinaus katapultiert werden. Also das ist ja wirklich brutal. Nochmal, wir haben es uns nicht ausgesucht. Nee. Und einige Menschen sagen jetzt, für mich ist das eine Herausforderung. Also ich habe letzte Woche mit einem telefoniert, so motiviert war der noch nie. Also der hat gesagt, wow, das ist doch jetzt unsere Zeit. Jetzt können wir Leadership beweisen. Also ich bin voll motiviert, endlich mal raus aus dem Trott. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist mit dem los? Und wenn du dann mit einem anderen sprichst, da merkst du dann so, dass da fast schon die Überforderung an den Tag tritt, fast schon so eine Panik aufkommt. Ja. Spannend finde ich, dass 70% der Leute, also habe ich jetzt neulich eine Studie gelesen, dass 70% der Leute sagen, nee, die Herausforderung tut gut. Also ich komme in die Gänge, meine Lernkurve ist extrem hoch und ich tue das ja auch irgendwie für später. Und das steckt genau in diesem Punkt von Meaning. Also was kannst du jetzt schon dafür tun, um dich vorzubereiten auf danach? Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja. Sehr, sehr cool. So bleibt uns noch das A vom Perma-Modell. What is it? I'm ready. Also das A steht für Achievement. Man könnte auch sagen Accomplishment. Mhm. Also es geht darum, was kannst du dir vornehmen, also Ziele oder ein Tagesplan, was kann ich denn konkret machen? Weil sind wir mal ehrlich, so feste Rituale, das denke ich immer an meinem Hund, ne? Abends um 21 Uhr will der noch mal raus, da kannst du machen, was du willst, auch wenn er um 19.30 Uhr schon draußen war. Das ist so, diese festen Rituale sind sehr wichtig. Und wenn ich heute so in mein Leben schaue, dann beginnt es gleich. Ich stehe morgens auf, habe ein festes Ritual. Also ich mache Übungen für mich, um wirklich bei mir persönlich anzukommen. Das ist meine eigene Challenge. Ich habe es dir auch mal gesagt, ich mache so eine Reise durch den Körper mit einem lächelnden Gesicht, das ich mir vorstelle. Und dann lächle ich mich so einmal durch den Körper. Also so wirklich linkes Bein, rechtes Bein, durch den Genitalbereich. Also alles, was so dazugehört. Und mach mir wirklich gute Gedanken. Mhm. Und da, wo es weh tut, bleibe ich kurz stehen und ich nehme es wahr. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, die hilft unglaublich, bei sich zu sein. Und da habe ich eben feste Rituale und auch Abläufe. Also einen festen Plan machen. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ich würde gerne mit dir nochmal das Perma-Modell einmal noch zusammenfassen für die, die sich wie ich aufgeschrieben haben. Ich weiß nur noch, E wie Engagement, R wie Relationships, M wie Meaning, A wie Achievement und das P war was Positives. Wie heißt da nochmal ganz konkret das Wort? Perma. Nein, das P. Positive Emotions. Positive Emotions, so rum. Yes. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. So, dass wir hier sozusagen das komplette Modell noch einmal zusammengefasst haben. Für die, die sich was mitschreiben wollten. Sehr, sehr nice. Ja, mein Lieber, ich möchte noch einmal kurz den Blick in die Kommentare werfen, weil es mich sehr gefreut hat, dass heute so schnell schon die Interaktion losgegangen ist. Dazu übrigens auch nur die schon länger dabei sind, wissen, ich schaue nicht aufs Endgerät, weil mir irgendwie langweilig ist, sondern in der Hoffnung, die Kommentare dort besser lesen zu können. Und so haben wir tatsächlich Gaston seinen Kommentar schon gefunden. Und sehr schön. So finde ich noch eine Frage von Jan Kratz. Jan fragt, ich sehe das mit dem Positive Emotion bzw. Positiv Denken aufgrund von depressiver Vergangenheit genauso. Rede ich damit dann aber nicht im Endeffekt das Schlechte gut? Also verleugne ich nicht irgendwas Schlechte? Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die Jan stellt, weil, glaube ich, viele haben, sobald man über positives Denken redet, sagen sie, ja, Moment mal, aber ich kann mir ja nicht einfach nur alles schön framen, beziehungsweise ja, aber ignoriere ich dann nicht was tatsächlich doch auch da ist? Deswegen gebe ich die Frage mal direkt so zurück. Rede ich mir dann das Schlechte nicht im Endeffekt einfach nur gut? Bitteschön. Ja, da müssen wir extrem aufpassen. Ich habe es eingangs gesagt, dass ich bin ein Gegner von Think Positive in jeder Sekunde. Also,
ganz ehrlich, diese Technik hat bei mir noch nie funktioniert. Also ich glaube, wir müssen verstehen, wenn ich Depression habe, dann habe ich eine Depression. Das ist eine Krankheit, also die gilt es zu bearbeiten. Um was es mir geht, ist, wenn du heute eine Krise hast, also für dich selber im Leben, dann willst du das zuerst mal, du willst es irgendwie verstehen. Also warum gerade ich? Die große Frage ist ja, warum passiert uns das jetzt gerade allen? Warum habe ich mein Schicksal? Also warum passiert es mir? Ich habe für mich in meinem Leben gemerkt, die Frage nach warum, die bringt dir halt nichts. Ja. Aber sie ist völlig normal am Anfang. Weil die Frage mit warum führt dich immer in die Vergangenheit. Wenn du anfängst, dich irgendwann mal zu fragen, wozu, dann ist die natürlich förderlicher, weil ich durch wozu passiert mir das, den Blick mehr nach vorne richte. Ne? Das hat der René Bourbonus auch mal schön geschrieben, ich glaube in Respekt, ich meine in seinem ersten Buch, aber dass er dann auch nochmal gesagt hat, ja, es ist so die Art der Fragen. Und da bin ich ganz bei René. Es ist so die Frage, wo richte ich den Blick hin? Aber wichtig zu verstehen ist, zuerst mal ist es, wie es ist, und wir wollen das ja nicht wahrhaben, weil wir uns nicht vorstellen können, dass uns das passiert. Und diese Zeit muss ich mir dann einräumen, weil im zweiten Schritt beginnt dann sowas, dass ich es verstehen will. Also da will ich dann verstehen und sagen, okay, wenn ich das jetzt, ich will das jetzt verstehen, damit ich es mir erklären kann. Ja. Und da gibt es natürlich gerade viele Punkte aus meinem ersten Buch, weil dieses Buch folgt zu einem physischen und psychischen Genesungsprozess, den wir da durchmachen. Also bevor ich über Kraftquellen reden kann, will ich zuerst mal verstehen. Ja. Und dann kann ich mir die Kraftquellen anschauen, um dann ganz konkrete Schritte dann auch zu planen. Also es braucht schon so ein 4 Stufen der, wie komme ich aus der Krise auch wieder raus. Ne? Ja. Und jetzt hast du mich natürlich, jetzt bin ich neugierig, aber erzähl uns nochmal davon, weil ich glaube, das ist für viele ganz spannend. Viele sind gerade in der Krise, viele haben unabhängig von dem, was gerade ist, Dinge, die sie wirklich tief treffen. Wenn du sagst, das ist ein erster Schritt von 4. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt, gut, dass es dir schlecht geht, weil Menschen in diesen schwierigen Momenten oft am meisten lernen. Sag doch als Einstieg in das Thema vielleicht noch kurz was genau dazu. Wieso hast du ein Buch geschrieben, das so frech heißt? Und von dort dann vielleicht machen wir diesen nächsten Schritt zu. Was sind 4 Punkte, um mit solchen Momenten dann umzugehen? Aber warum ist es eigentlich gut, wenn es uns manchmal schlecht geht? Naja, ich glaube, weil wir einfach gezwungen werden, stehen zu bleiben. Also ich nehme mal mein eigenes Beispiel. Meine Denkweise war immer, wenn ich leiste, dann bin ich was. Wenn ich nichts leiste, bin ich nichts. Und das ist natürlich schon, wie ich im Nachhinein erfahren habe, eine harte Einstellung. Also das Leben hat mich gezwungen, dass ich einfach stehen bleiben muss. Also bei mir war es der Körper und verschiedene Verletzungen. Ja. Und ich habe mich schon gefragt, warum genau mir das jetzt passiert. Weil ich ernsthaft geglaubt habe, dass es mir zusteht, dass ich allen Erfolg dieser Welt haben darf und dass ich zudem noch der beste Fußballer der Welt sein will. Also und mir steht es viel mehr zu als dem anderen da drüben. Und wenn man das heute, wenn ich das heute zurück anschaue, ist das eine ziemlich krankmachende Denkweise, die uns aber im Alltag so ein bisschen suggeriert wird. Ne? Du bist dann der vermeintliche Gewinner, wenn du leistest und wenn du das gut machst, dann kann ja nichts schiefgehen. Und da wurde ich sozusagen mit meinen Vorstellungen im Leben brutal konfrontiert, weil das Leben mir den Stecker gezogen hat. Und in dem Moment, wo du stehen bleibst, musst du dich mit dir beschäftigen, ob du willst oder nicht. Und meine Erfahrung ist, dass davor viele Menschen wirklich weglaufen. Also sie erhöhen die Geschwindigkeit, auch in Sprache, im Tun, im Kalender, dass sie das nicht angucken müssen. Und ganz ehrlich, psychologisch habe ich schon viel gesehen, bei manchen würde ich das jetzt auch zunächst mal so lassen. Ja. Weil wenn die stehen bleiben, dann ist das halt krass, was du entdeckst. Und durch diese Krise, die jetzt passiert, da werden wir wirklich gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist Hardcore, das ist wirklich Hardcore. Weil ich muss es mir jetzt angucken, auch wenn es mir nicht gefällt. Und das ist immer so eine wichtige Phase. Mein Buchberater hat das mal schön zu mir gesagt. Nach dem zweiten Buch hat er irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du eigentlich, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du in beiden Büchern über Glaubwürdigkeit schreibst? Und ich sage dann zu ihm, wie meinst du das denn jetzt? Da sagt er, naja, bei gut, dass es dir schlecht geht, geht es darum, dass du glaubwürdig mit dir selbst bist. Dass du ehrlich, glaubwürdig, integer mit dir umgehst, mit dir, deinen Bedürfnissen, mit dem, was da ist.
Und im zweiten Buch geht es darum, dass du glaubwürdig kommunizierst im Außen. Und das fand ich dann schon spannend, weil ich habe zwar immer gesagt, mein Job ist es, Menschen glaubwürdiger zu machen, aber was so wirklich drinsteckt, ich glaube einfach, es ist harte Arbeit. Weil wir auf zwei Dingen arbeiten. Wir müssen an uns arbeiten, um auch andere Dinge zu kommunizieren, andere Dinge auszustrahlen. Und auf der anderen Seite können wir im Außen einiges verändern, um gewisse andere Gefühle im Innen zu kriegen. Also es ist ein super komplexes Thema, aber das allererste ist, dass ich mal sage, was ist denn überhaupt passiert? Ich muss es mal anschauen. Und mir soll kein Mensch erzählen, dass er nicht latent wüsste, was er verändern soll. Also da bin ich leider mittlerweile so weit, dass ich sage, jeder fühlt das unbewusst, latent, da muss er ran. Es fällt manchmal nur, der Stoß ist dann zu tun. Ne? Ja. Ein bisschen mutig formuliert jetzt. Ja. Man muss immer gucken, in welcher Situation ist dann jeder. Und damit machst du ein richtig spannendes Fass auf, Thema Glaubwürdigkeit. Und gerade dieser Begriff Authentizität, den man so oft hört. Ich finde es ganz spannend, weil alle schreien, man muss authentisch sein, aber irgendwie wissen wir nicht genau, wie geht das eigentlich. Und deswegen möchte ich mit dir auch darüber kurz sprechen. Unser Interview ist ja was ich irgendwie heute geil finde, es ist so ein leicht eklektisches, lass uns über wichtige Dinge sprechen. Und tatsächlich Authentizität gehört für mich auch dazu, weil... Klar, auf der einen Seite heißt es immer, ich liebe ja schon Sätze, die anfangen mit es heißt immer und man hört ja immer und die sagen immer, wer sind die, wo hört man das? Aber bei geht es mir auch so, ich das Gefühl habe, aus vielen Quellen kommt das Thema Authentizität ist wichtig. Dann sitzen wir aber oft dort und wissen gar nicht, wie das geht. Ja, und auf der anderen Seite ist da auch ein Teil von mir, der denkt, naja, Authentizität an sich, sich nicht mit Absicht verstellen, sich so ehrlich und menschlich wie möglich zeigen können, super. Auf der anderen Seite spielen wir aber auch ganz bewusst in verschiedenen Momenten verschiedene Rollen. Oder ich sage es mal andersrum, wir füllen verschiedene Rollen, die wir innehaben. Als Vater bin ich anders als, also ich bin keiner, soweit ich weiß, aber ich meine, als Vater wäre ich anders als Geschäftsführer. Als knallharter Verhandler oder Verkäufer bist du anders als am Abend dann mit deiner Partnerin. Oder. Und natürlich ist dann das eine im anderen Moment nicht authentisch, aber das andere im einen Moment vielleicht doch. Und deswegen diese große Frage, wie funktioniert Authentizität denn aus deiner Sicht wirklich? Wie kriegen wir das hin, uns selbst authentisch zu fühlen und von anderen authentisch wahrgenommen zu werden? In einer Welt, wo wir vielleicht gar nicht mehr wissen, was ist denn noch das, wie es wirklich ist? Ja, ich will mit einem provokanten Satz mal beginnen. Also ich glaube, dass es Authentizität nicht gibt. Da machen wir uns was vor. Ja. Also ich rede immer gern über Stimmigkeit. Also häufig merke ich, die Menschen meinen das Gleiche, sie benennen es nur unterschiedlich. Ne? Ein Phänomen der Zeit. Ja. Also welche Worte verwendet jemand für welchen Zustand? Und stimmig sein bedeutet für mich was ganz anderes. Ne? Du hast die Rollen schön angesprochen. Einmal in der Rolle als Vater, dann wenn ich meinem vierjährigen Sohn sagen würde, wenn er sagt, Papa, komm, wir spielen jetzt. Und ich sage zu ihm, mein Kind, du hast da ein Zeitfenster von 5 Minuten, dann muss ich das nächste Telefonat führen. Dann würde das Kind zu Recht sagen, ey, hast du sie noch alle? Genauso, wenn ich meiner Frau sage, ne, da gibt es jetzt gerade ja einen coolen Werbeslot irgendwie, so, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, einen Slot irgendwas miteinander zu machen. Das erlebst du ja auch im Leben. Manche verwechseln die Rolle als Führungskraft und nehmen diese Rolle mit nach Hause. So sind die aber nicht wirklich. Ja. Also, ich finde, es gibt da ein schönes Bild. Stell dir vor, wir machen 5 Löcher in ein Taschentuch. Und diese 5 Löcher, wir nehmen sozusagen die Hand dadurch und bewegen mal alle 5 Finger. Na, ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild. Und hier unten ist das Taschentuch. Also so. Dann ist die Frage, die 5 Finger, da ist die Frage, wer ist das denn, ne? Das sind meine Rollen im Leben. Und Vera F. Birkenbiel habe ich zumindest im Kopf. Die hat da mal ein cooles Beispiel gemacht. Also ich meine, die Vera war das. Legt mich jetzt bitte nicht fest. Aber die hat irgendwann mal gesagt, naja, also als Geschäftsfrau bin ich so. Aber mit Kindern gehe ich auf jeden Fall so um. Und als Frau bin ich aber eigentlich auch so. Also ich will schon so auch so eine kleine Lolita sein oder so. Aber eigentlich habe ich auch davon was. Und woher willst du jetzt wissen, wer ich wirklich bin? Und das ist krass, weil ich bin wirklich so. Und dann greift sie an den Unterarm und sagt, so wie ich bin, ich entscheide, was ich dir davon zeige.
Und ich finde, dieses Bild ist ein sehr schönes Bild. Ja. Wann glaube ich einem Chef? Wann glaube ich einem Vater, dass er es ernst meint? Wann glaube ich denn meiner Frau? Also ich glaube, wenn es überhaupt eine Definition von authentisch sein, also von stimmig sein gibt, ja, dann glaube ich, beurteilen wir das immer danach, wie wir diesen Menschen kennengelernt haben. Mhm. Zwei Dinge dazu. Das eine, ich glaube, wir müssen die Fähigkeit entwickeln, zu erkennen, was der andere braucht, damit er für sich meiner Botschaft auch 100% glaubt. Und ich muss die Fertigkeiten erlernen, das dem anderen so zu präsentieren, dass er es nehmen kann, dass er es annehmen kann. Ja. Weil ich gehe davon aus, wir meinen es ehrlich mit dem anderen. Also muss ich wissen, in welcher Sprache sende ich den Inhalt, sodass der andere es 100% annehmen kann. Und jetzt dritte und wichtigste Geschichte, wie bleibe ich mir wahrhaftig selbst treu? Und ich glaube, wenn mir das gelingt, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Punkt von stimmig sein und glaubwürdig sein. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ja, den Stefan Reuter, den du heute hier siehst, so ist der immer. Aber es gibt Facetten von mir, die sind eben privat dann unterschiedlich wie dort. Ja. Und was ich häufig spüre, ist, wenn du zum Beispiel bei einer Firma gebucht bist und bist in der Firma tätig als Trainer, also du hast Seminare, du bringst den Leuten was bei, dann ist die Rolle immer auf Augenhöhe mit den Leuten, die dort stattfindet. Wenn ich dann mit dem einen oder anderen noch in ein Coaching gehe, dann kommt er ja wahrlich nah an mich ran. Das heißt, er lernt mich dann auch nochmal anders kennen. Man sagt auch immer, mit jeder Nähe sinkt die charismatische Hülle, weil der andere kennt mich einfach besser. Das kann man auch in Beziehungen beobachten. Und wenn ich jetzt im gleichen Unternehmen noch einen Vortrag halte und wir haben plötzlich Bühne, wir haben 700 Leute, die da sitzen, dann habe ich eine komplett andere Rolle. Da ist es einfach mehr Distanz. Und plötzlich kriegen die Leute so ein irritiertes Bild und sagen dann, ja, aber sonst ist der doch anders. Und das ist ganz spannend, weil wir bilden uns ein, jemanden zu kennen, weil wir da irgendwas sehen und uns einbilden, wie der wohl ist. Und das ist ganz spannend. Ja. Und es ist genau wie du sagst, der ist ja normal ganz anders. Ja klar, ja, in einer komplett anderen Rolle ist der wahrscheinlich ein bisschen anders. Also ich gebe dir da, ich will da auch nochmal vielleicht so ein schönes Beispiel nochmal. Yes. Also ich bin ja auf einem kleinen Dorf groß geworden, im Schwäbische, weißt, also so richtig schönes Dorf. Und da bin ich aufgewachsen. Wenn ich heute zurückkomme und rede mit Kumpels, dann ist das echt lustig. Also ich habe neulich mit einem geredet und sage, hey, wie geht's dir, was machst du so? Dann guckt er mich so total irritiert an und sagt, Stefan, ist alles okay? Und ich hatte den schon ewig nicht mehr gesehen und ich sage, wie meinst du das? Und er sagte so, du hörst dich so anders an, du sprichst so Hochdeutsch. Und dann dachte ich so, Gott sei Dank bleiben die Dinge nicht immer so, wie sie sind. Also Gott sei Dank dürfen wir uns weiterentwickeln. Ja. Und was die Umgebung aber häufig will, dass wir uns nicht weiterentwickeln, dass wir so bleiben, wie wir sind. Und wenn das so wäre, um Gottes Willen. Also ich bin froh, dass ich mich weiterentwickeln durfte. Also ganz ehrlich, ja, und das ist so ein bisschen, das ist so schade, weil bei mir viele Menschen sind, die anfangen, an gewissen Dingen zu trainieren, an Sprache, an einzelnen anderen Dingen, dann sind sie logischerweise in ihrem Auftreten später anders als vorher. Und sie sind aber trotzdem noch sich selbst treu. Und ja, dann von einem Umfeld zu hören, na, warst du auf Seminar? Da müsste die Antwort immer sein, ja, ich war auf Seminar und ich bin dankbar, dass ich mich entwickeln darf und ich bin dankbar, dass ich auch was lernen darf. Also das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Wäre ja auch schlimm, ja, wenn du beim Seminar warst und dann kommst du als der gleiche zurück, als der du hingegangen bist. Aber natürlich will das unser Umfeld immer lieber, dass es so bleibt, wie es bisher war. Meine Lieben, ich habe euch heute noch was Besonderes, beziehungsweise Stefan, ich habe für dich sogar heute noch ein bisschen was Besonderes vorbereitet, weil du so unfassbar knackig durch Dinge wie über dich selbst reden und so weiter durchgeballert bist. Da verwenden wir bei anderen Kollegen oft eher eine Viertelstunde. Du hast das knackig auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten übrig. Und ich freue mich sehr, weil wir haben noch circa 11 Minuten und ich möchte mit dir noch durch 11 Fragen durchspringen. 11 sehr schnelle Fragen.
Und ich sage auch gleich dazu, diese Fragen habe ich nicht erfunden, die habe ich von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, Timothy Ferris. Und er hat sie den Besten in der Welt gestellt in seinem Buch Tools of Titans, beziehungsweise dessen Nachfolger, Teil 2 sozusagen, dessen Name mir sicher gleich wieder einfällt. Und ich hatte immer das Bedürfnis, diese Fragen auch mal zu stellen, weil ich möchte auch hier mit den Besten der Welt kommunizieren. In dem Fall habe ich den besten Stefan Reuter, den man finden kann, direkt vor mir sitzen und habe gedacht, ich stelle jetzt die gleichen Fragen. So, und deswegen, wir schießen los, wir machen das jetzt wirklich quick fire, ja, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Okay, here we go. Schritt 1. Was ist das Buch oder eins der Bücher, die du am öftesten verschenkst und warum? Die Entscheidung liegt bei dir, von Reinhard K. Sprenger. Und warum und gerade warum? Dieses Buch? Soll ich zu warum auch noch was sagen? Ja. Weil er es so schön auf den Punkt gebracht hat. Ich wollte mein erstes Buch eigentlich über Entscheidungen schreiben, weil ich finde, das Leben braucht klare Entscheidungen, weil innere Zwiespälte führen zu äußerer Mehrdeutigkeit. Und er hat es dann so wunderbar geschrieben, dass ich dachte, es braucht kein zweites. Geil. Und das ist ein Buch, wo man wirklich lernt, wie treffe ich Entscheidungen? Ja. Überlege ich mir später, ob ich mir das wirklich anschaffen möchte. Gut, kommen wir zu Frage 2. Welche Anschaffung für 100 Euro oder weniger hat dein Leben am meisten beeinflusst? Boah. Wahnsinnig schwierige Frage. Ey. Ich frage nochmal andersrum. Welche Investition im Bereich 100 Euro oder so hat wirklich einen positiven Einfluss bei dir gemacht? Was ist eine überschaubar teure Sache, wo du gesagt hast, das war, also Beispiel, ich habe eine Hängematte, die hat zwar 180 Euro gekostet, aber die hat wirklich meine Lebensqualität verändert. Was ist ein Gegenstand für um die 100 Euro, der wirklich dein Leben positiv beeinflusst hat? Also ich würde schon sagen, ein Fußball. Jetzt muss ich auch wissen, warum. Ja, den Fußball, den ich mir damals gekauft habe, das liegt wirklich sehr weit zurück jetzt, ja, den habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft und da hatte ich so ein Gefühl, wie eben mein großes Idol zur damaligen Zeit, also aber bitte nicht jetzt, ja, also fußballerisch gesehen, Lothar Matthäus. Mein großes Idol war Lothar Matthäus und Zinedine Zidane und ich hatte das Gefühl, mit diesem Ball bin ich gleich dynamisch wie die beiden. Also und das hat mir unglaublich viel gegeben. Ich hatte diesen Ball ewig, obwohl er fast schon kaputt war, also geflickt und so. Und der war locker unter 100 Euro. Also damals noch Mark natürlich. Sehr, sehr cool. Was für ein Moment, wo im Leben bei dem richtig was schiefgegangen ist oder zumindest dir so vorkam, als sei es richtig schiefgegangen, hat dich für zukünftigen Erfolg vorbereitet? Also ich kann mich zurückerinnern an einen Vortrag, den ich gehalten habe und ein sehr geschätzter Kollege, also eigentlich mehrere, waren unten im Publikum und haben zugehört. Ich habe mit mega viel Gas bin ich aufgetreten und vollem Enthusiasmus und der Applaus war aber relativ bescheiden. Und aber die haben applaudiert, aber doch relativ bescheiden. Und ich kam dann so runter und da gab es einige Kollegen, die gesagt haben, das hast du super gemacht, aber ich habe gefühlt, irgendwas war nicht in Ordnung. Und ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Das war nicht so, irgendwas war komisch. Und der Kollege eben von damals, wie auch, der wurde übrigens auch ein Mentor von mir, hat mir dann ein Feedback gegeben, das sich gewaschen hat. Davon habe ich unglaublich viel gelernt. Ich war bereit, es anzunehmen. Und was ich dann daraus gemacht habe, war wirklich harte Arbeit. Aber ich habe unglaublich viel gelernt, wie funktioniert Publikum, wie funktioniert Dynamik, dass manchmal weniger mehr ist und so weiter. Da könnte man auch schon ein anderes Buch drüber schreiben. Ja. Eine großartige Erfahrung im Nachhinein in meinem Leben. Sehr, sehr cool. Schnelle Frage für eine schnelle Antwort. Wenn du ein riesiges Plakat, eine Plakatwand über komplett Stuttgart oder einer anderen Weltmetropole deiner Wahl aufhängen könntest mit einer Message deiner Wahl und du gehst einfach mal davon aus irgendeinem Grund, die Leute lesen es und sie glauben es dir auch. Was würde auf diesem für Millionen Menschen sichtbaren riesigen Plakat stehen? Bevor etwas Freude macht, ist es Arbeit. Stefan Reuter. Dankeschön. Next. Was war eine der besten Investitionen, die du insgesamt in deinem Leben getan hast? Alle Investitionen, die ich in meine Weiterbildung jährlich investiere, sind die besten Investitionen ever. Also, wenn ich an mein Leben denke, investiere ich wirklich einen ja, beachtlichen Teil mittlerweile, weil ich mir die Coaches sehr gerne sehr individuell aussuche.
Da ist es schon echt heftig. Also das, was ich in Weiterbildung investiere, würde ich gerne beibehalten. Ja, sehr cool. Was ist eine ungewöhnliche Gewohnheit, die du hast? Oder ein Quirk oder einen kleinen Tick, wo du sagst, ja, das mache ich halt. Oder ist ein bisschen weirdes Hobby, das keiner so richtig versteht, aber ich liebe es. Naja, also so mein morgendliches Ritual ist sicherlich schon, das ist schon sehr beeindruckend. Also ein Kollege hat da morgens mal mitgemacht und dann habe ich gesagt, es ist so ein Warm-up, um gut in den Tag zu starten. Und er sagt, du spinnst, das ist ja Training. Und ich habe gesagt, nee, also ja, also ich glaube, mein morgendliches Ritual ist schon sehr, also auch wenn wir Besuch haben, das mache ich immer, das fällt mir auf. Dann die Kurzversion. Was ist dein morgendliches Ritual? Jetzt sind wir neugierig. Naja, ich mache 15 Übungen morgens, ganz speziell für den Körper. Es ist im Prinzip so eine Mischung aus Dehnen, Stretchen. Dann atme ich nochmal 5 Minuten ganz bewusst in den Bauch und stelle mir einen positiven Tagesablauf vor. Und das mache ich, seit ich Fußball spiele. Also jetzt mittlerweile, 76 bin ich geboren, also schon ein paar Jährchen jetzt her. Mit 14 habe ich Fußball gespielt. Ich glaube, mit 18 oder mit 16 ging es los. Also so lange mache ich das. Das wird nie ausfallen, egal wie es ist. Also es sind halt spezielle Übungen, die können wir ja mal machen. Ja. Oh ja, ich freue mich drauf, wenn ich mal zu Besuch bin bei dir am Bodensee. Sehr gerne. Wenn wir das wieder dürfen, in einer fernen Zukunft, die hoffentlich bald kommt. Übrigens, Tribe of Mentors hieß das Buch, das mir vorhin ausgefallen ist. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wunder des Gedächtnisses. Nächste Frage an Stefan Reuter. In den letzten 5 Jahren... Welche neue Fähigkeit oder welches neue Mindset, das du angefangen hast zu implementieren, hat die größte Veränderung in deinem Leben ausgelöst, so im letzten halben Jahrzehnt? Ja, das neue Mindset, da gibt es einige Dinge. Aber ich fange mal mit dem aktuellsten an. Ich habe immer gedacht, online braucht kein Mensch. Also weil ich unglaublich gut gebucht war und vernetzt war, also ich bin Freund von guten Beziehungen, von Empfehlungsmanagement, weil da sehr viel Vertrauen gleich da ist bei der Art zu arbeiten. Und ich habe immer gesagt, online, Blended Learning Konzepte, alles gut, ich weiß auch, wie es geht. Da habe ich meine Einstellung innerhalb der letzten Zeit und auch schon davor wirklich gewaltig verändert, weil ich spüre, wenn man Konzepte gut baut, wenn sie Online-Elemente enthalten, wenn Präsenz gut gemacht ist, wenn die Verbindung einfach steht, dann ist es großartig. Ne? Also ich bin ein Freund von, wir brauchen andere Veranstaltungen. Wir müssen Erlebnisse kreieren, die wirklich Spuren hinterlassen. Das machst du ja in deinen Seminaren und Events, in deinen Live-Events auch. Ja. Also Erlebnis schafft wirklich Ergebnis. Und da hat sich mein Mindset auch nochmal im Blended-Learning-Konzept verfestigt. Da glaube ich wirklich dran und ich bin davon überzeugt, dass das ist vielleicht auch nochmal so eine Mindset-Änderung der letzten Jahre, auch wenn man sich sehr schlecht fühlt, egal vor einer Kamera oder wenn Leute sagen, oh, das war komisch, ist so eine Erkenntnis, die mir dieses Jahr in der Arbeit mit Klienten total bewusst wurde, so schlecht ist es nie, wie der es findet. Ja, dankeschön. Welchen Ratschlag würdest du einem jungen Studenten oder einer jungen Studentin oder einem Auszubildenden oder einer Auszubildenden geben, der oder die jetzt gerade sozusagen in die echte Welt startet, nach dieser Vorbereitung, die man durch Schule, gegebenenfalls Studium oder Ausbildung macht, und geht so in die echte Welt. Und jetzt warst du ja schon ein bisschen in der echten Welt und man hört oft über die echte Welt auch völligen Unsinn. Deswegen, was wäre ein Ratschlag, den du einem jungen Menschen, der jetzt in die echte Welt startet, über die echte Welt mitgeben möchtest? Ich würde ihm sofort sagen, schau mal, immer wenn du denkst, dass du Dinge kannst, musst du dir oder kennst, musst du dir eine Frage stellen. Kennst du sie oder kannst du sie auch wirklich? Also ich spüre, dass junge Menschen heute unglaublich viel Wissen haben, dass Wissen noch nie so zur Verfügung steht wie jetzt, ne? Durch alle Medien, die wir ja auch kennen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich Dinge wirklich anwenden kann. Also das würde ich definitiv immer sagen. Und ich würde mir noch so einen zweiten Satz erlauben und sagen, verabschiede dich davon, dass alles im Leben immer Spaß machen muss. Also es macht Freude, mein Job macht Freude, aber es gibt Tätigkeiten in diesem Job, die machen mir wenig Freude. Ja. Wenn ich jetzt an Steuern denke oder sonstige Dinge, ich muss sie aber machen. Ja. Und ich merke häufig, ist bei jungen Leuten so ein Mindset, ja, das muss alles Spaß machen und wenn nicht alles Spaß macht, dann ist es, glaube ich, noch nicht das Richtige. Das ist gefährlich, also das halte ich für gefährlich. Ja, ja.
Zumal es ja beides sein kann. Also ich liebe auch meinen Job und trotzdem gehören ganz viel E-Mails schreiben und ähnlich spannende Dinge dazu, ja. Was man oft gar nicht bedenkt. Wenn man denkt, oh, das ist das spektakuläre Speakerleben. Ja, die meiste Zeit fahren wir Auto oder schreiben wir E-Mails. Ja. Manchmal dürfen wir auf eine Bühne. Ja. So, next, die letzten zwei Fragen. Die nächste liebe ich sehr. Was sind verdammt schlechte Ratschläge, die du in deiner Branche, was ja ein bisschen auch unsere ist, was du in dieser Branche so wahrnimmst? Was sind schlechte Ratschläge, die du in deiner Branche oder in deinem Bereich der Expertise von anderen Leuten um dich so wahrnimmst, die hinausgeschossen werden in die Welt? Naja, also da, ich versuche immer, dass ich darauf gar nicht mehr so achte, weil so viele Kollegen von uns immer irgendwas sagen. Also da muss ich echt so ein bisschen überlegen, aber mir fällt auf jeden Fall was ein. Also ich glaube, es ist alles möglich im Leben, was du willst. Ich halte diesen Satz für gefährlich. Also ich würde immer auch gucken, was für Talente hast du, was bringst du mit, für was bist du irgendwie gedacht und gemacht, weil in der Biostruktur tut man sich bei einigen Dingen ein bisschen leichter und bei anderen halt ein bisschen schwerer. Ja. Und deswegen würde ich schon auch gucken, wo sind deine Talente. Also den Satz finde ich schwierig. Ja. Du schaffst irgendwie alles irgendwie so. Das Zweite, was ich nicht mehr hören kann, ist, wenn jemand neu anfängt, du musst dich ganz klar positionieren. Also da kriege ich Bauchschmerzen. Das sage ich auch jedem Kollegen ganz liebevoll, der das behauptet, das funktioniert null. Also wenn ich jetzt an mein Leben denke und uns der ein oder andere künftige Trainer und Coach zuschaut, dann war das eben nicht so. Also am Anfang war ich echt froh, dass ich alle Jobs irgendwie gemacht habe, mit dem Ergebnis, dass ich dann später unfassbar viele Kunden hatte, offene Seminare, Inhouse-Seminare für Firmen, x Themen, die ich dann wieder filtern musste. Und heute weiß ich, was ich mache. Heute bin ich klar positioniert, aber das ist ein Entwicklungsweg. Und wenn mir heute einer sagt, positionier dich, mach's irgendwie spitz, dann taucht ja auch immer dieses Wort Experte auf. Und mittlerweile fällt mir auf, dass es so alles Mögliche gibt. Also auch ein Experte für Vertrauen oder so. Wo ich dann denke, Vertrauen, das ist aber schwierig jetzt. Also Vertrauen ist ja eine Grundeigenschaft. Also wo kann man Vertrauen studieren oder so? Also da wird es wird für mich da halt immer schwieriger, ohne dass ich da jetzt despektierlich sein möchte. Ja, aber das finde ich schwierige Versprechen. Ja. Oder wenn wir Rhetoriktrainings nehmen und sagen, du musst so stehen, du musst es so machen, du musst so reden, dann ist das sehr statisch. Und wir wissen, wenn es zu viel Statik ist, das weißt du und ich, dann geht Natürlichkeit verloren. Und das ist nicht gut. Also und so weiter und so fort. Also ich glaube, da könnten wir auch, vielleicht sollten wir das mal. Lass uns doch mal ein Buch dazu schreiben über Unsinn unserer Branche. Schön. Da bin ich sofort dabei. So, außer vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht auch nicht sofort, sondern später, aber interessiert bin ich. So, kommen wir zur letzten Frage und sie passt so ein bisschen zu dem, was du gerade auch gesagt hast über Spitze in den Markt versus Fokus versus das erste Mal ausprobieren. Und das ist einfach folgende Frage. Wenn du mal in Momenten überwältigt bist, also überwältigt von all dem, was gerade ansteht und den vielen Sachen, die du eigentlich machen müsstest, ja, auch bei dir ist jetzt gerade unfassbar viel los, wenn du überwältigt bist und dann auch so ein bisschen den Fokus verlierst, was machst du dann? Also zunächst, wenn das passiert, dann gebe ich, früher hätte ich versucht, ganz, ganz selbstdiszipliniert zu bleiben. Also ich hätte mehr Härte investiert. Also ich halte Selbstdisziplin für eine unglaublich wichtige Gabe, oder für eine wichtige Eigenschaft, aber ich hätte versucht, noch strenger mit mir zu sein. Heute sage ich dir ganz ehrlich, gebe ich so einem schwachen Moment auch mal nach. Dann bleibe ich halt in dieser Phase. Was ich dann aber immer, ich liebe die Anmoderation dieser Phase. Also ich habe jetzt sozusagen meine, mir geht's jetzt echt übel Phase. Und in dieser Phase hole ich dann so alte Postkarten raus. Also ich kann so richtig melancholisch werden. Okay, geil. Und das finde ich echt, also das finde ich großartig. Dann denke ich manchmal an schwierige Situationen. Manchmal kommt mir die ein oder andere Träne. Natürlich, es ist komisch manchmal. Mhm. Und dann lasse ich das zu. Und weil ich mich aber auch ziemlich gut kenne, also ich spüre das nach einer gewissen Zeit, kommt so ein Impuls, meistens so maximal nach einem Tag, der mir morgen schon sagt, heute geht es besser wie gestern. Also ich habe so eine Beobachtung gemacht, wenn der Tag schlecht anfängt mit Nebel, dann wird das noch kein schlechter Tag.
Also häufig habe ich gemerkt, es geht manchmal so neblig los, dann wird aber total sonnig. Also es wird ein super Tag. Oder es geht total sonnig los und es wird Nebel und es donnert so richtig. Also die Devise heißt, Alex, einfach weitermachen, es wird schon wieder. Sehr, sehr cool. Meine Lieben, wir kommen langsam zum Ende und trotzdem fällt mir gerade eins noch ein und ich will nicht ganz drum rum, sonst habe ich das Gefühl, wir verpassen was Wichtiges. Du hast vorhin gesagt, wenn man so richtig in einem Moment ist, wo man am liebsten raus möchte, dann gibt es so einen ersten Schritt, aber eigentlich sind es vier. Und dann sind wir einmal abgebogen im Gespräch, weil es gerade interessant war. Und ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr vollständig dorthin zurückgekommen, zu den vier Schritten, die du auch in deinem Buch beschreibst. Magst du die, sozusagen meine letzte Frage, was sind die vier Schritte, um aus wirklich tiefen Phasen wieder rauszukommen? Erkenntnis und Verstehen war, glaube ich, ein Teil davon, aber was war noch dabei? Wenn du das in knackig, weil wir sind relativ am Ende, nochmal als ein Nugget mit raushauen möchtest, dann wäre das die letzte große Frage. Bitteschön. Also das allererste ist, dass wir mal anerkennen, was ist. Also wir gucken uns einfach mal an, was ist da jetzt gerade. Also die erste Geschichte ist, warum oder wozu? Das ist schon mal ein erster wichtiger Prozess, obwohl ich es natürlich zum Kotzen finden werde. Keine Frage. Aber jeder ist ja an einer anderen Stelle, wo wir ihn abholen. Also erstens, nimm an, was ist. Zweitens, dann verstehe, was da gerade passiert. Also verstehen bedeutet, überleg es dir, lese Bücher. Also ich habe damals alle möglichen Bücher gelesen, weil ich dachte, da steht die Lösung drin. Mit einem Ergebnis, ich habe unfassbar viel gelesen, aber habe keine einzige Lösung gefunden. Das ist so, also zweitens, ich will mehr verstehen. Das dritte ist dann, was sind deine wirklichen Kraftquellen im Leben? Und wenn du das weißt, dann ist viertens, welchen konkreten Weg schlägst du jetzt ein? Also was ist dein neues Mindset? Und dann gehst du auch gestärkt aus der jeweiligen Situation vor. Das ist so meine Erfahrung. Sehr, sehr cool. Die Situation erstmal annehmen, dass sie da ist, dann versuchen sie zu verstehen, dann aus Kraftquellen selbige zu schöpfen und dann den konkreten Weg zu gehen. Klingt nach einem sehr konkreten Weg, den man auch in solchen Momenten sehr gut gehen kann. Und in diesem Sinne, ich bin gerade noch völlig überwältigt von der Fülle von Stoff, den wir heute hatten. Ja, wir hatten das Perma-Modell und zwar nicht nur angeschnitten. Wir hatten die vier Schritte, um aus einer Krise rauszukommen. Wir hatten so viele geile Nuggets. Ich bin froh, dass ich dich diese ganzen 11 Fragen gefragt habe. Und so bleibt es mir nun nur noch, ja, zum einen an alle, die da waren, zu sagen, Dankeschön, dass ihr da wart und dass ihr Fragen gestellt habt und dass ihr so regelmäßig hier dieses Format unterstützt. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte lasst uns einen Daumen oder ein Herz oder irgendwas Schönes da. Das zeigt auch uns, dass wir mit dem, was wir hier tun, ja, auf dem richtigen Weg sind. Vor allem aber, wenn ihr das Gefühl habt, das, was Stefan hier geteilt hat, ist wertvoller Stoff, den auch manche anderen Menschen in eurem Umfeld gerne hören dürfen, der noch anderen helfen kann, dann bitte teilt es. Es ist nur ein Klick, aber es schafft noch mehr Reichweite für das, was wir hier tun und erreicht vielleicht ein paar mehr Menschen, die davon profitieren können. Dafür wären wir sehr dankbar. Und ansonsten, ja, Applaus ist in der heutigen Zeit, liken, teilen, kommentieren. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne auch einen kurzen Kommentar oder gar einen kurzen Kommentar, was dein Highlight heute war. Stefan Reuter findet ihr im Internet natürlich auf stefanreuter.de, auf Facebook, auf Instagram und überall sonst, wo man ihn finden kann. Stefan, ist das richtig? Möchtest du noch was hinzufügen? Alles gut, ich finde, du hast es hervorragend gemacht. Vielen Dank. Hab mich in guten Händen gefühlt. Es ist wie immer eine Freude, mit dir zu arbeiten. Sehr, sehr gerne. Und so bleibt mir nur noch eins, nämlich das letzte Wort wieder an dich zu übergeben. Stefan, was ist so ein Gedanke, mit dem du jetzt die Teilnehmer noch entlassen möchtest in einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und spannende Wochen, die vor uns liegen? Ja gut, ich will es mal mit ein paar Symbolen sagen, ne? Also ich glaube, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Es gilt immer wieder so ein bisschen nach Perspektiven zu schauen. Und wir wissen, wenn zum Hirn dann auch noch das Herz kommt, dann ist es logischerweise Hingabe. Und wenn das Hingabe ist, dann ist es Daumen hoch für alles, was im Leben so passiert. Weil mit der Hingabe seid ihr nicht zu schlagen. Ich hoffe, dass das, was wir gemacht haben, ein Big Picture für euch ist in diesem Moment, das ihr niemals vergessen werdet. Im besten Fall hat Alex und ich euch jede Menge Schlüssel noch mitgegeben, weil diese Schlüssel sind sehr wichtig. Wir machen dann ein High Five, check. Vor allen Dingen kann man dann die nächsten Schritte hervorragend gehen. Deswegen habe ich noch so einen Fuß mitgebracht.
Also, auf dass jeder die nächsten Schritte hervorragend geht. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Bleibt mir nichts mehr anzuschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Reuter, dass er da war, bei euch, dass ihr zugeschaut habt und freue mich bis zum nächsten Mal. Elefantencampus, immer 18 Uhr, mittwochs und samstags. Auf dieser Stelle. Bis dann, macht's gut, auf bald.